Tag 3 in Bahrain, zweiter Vlog von uns. Bei uns steht heute wieder auf dem Programm Fitness natürlich. Wir gehen noch ein bisschen im Meer schwimmen. Dann was zum Trinken einkaufen für die Jungs, schauen uns hier ein bisschen das Land an, ist mega schön. Und dann, ja, ich kann es echt kaum erwarten, dass es dann wieder losgeht. Funk anstecken. Main. Ignition. Start. Seit wann schaltest du eigentlich so? Ja, so eher, ja. Bam, bam, bam. Scheiße. Wir fahren jetzt in die Stadt, gucken uns die Rennstrecke kurz an. Das muss sein, weil ich halte es einfach gar nicht mehr aus. Dann gehen wir nur in den Supermarkt, kaufen für die Jungs was zum Trinken, was dann auch zum Aufbauen was zum Trinken da ist. Und dann schauen wir noch kurz in die Shopping Mall. Wir sind gerade beim Einkaufen für die Jungs. Viel Wasser, aber natürlich auch was Süßes zu trinken. Ja, genau. So, was mit dem Repol oder so? Weiß ich nicht. Auf! Herr Engstler, was sagen Sie zu den Prognosen für dieses Wochenende? Gute Prognose. Fühlt sich gut an, haben wir ein gutes Gefühl hier auf der Rennstrecke. Bis jetzt waren wir schon einmal draußen, haben uns gar nicht auf die Strecke gelassen. Aber fühlt sich gut an, die Umgebung ist super und ich denke, da können wir weitermachen. Das war Luca Rajescu Traballi. Und jetzt geht's zurück ins Studio. Danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt der Babo. Sagt einfach das gleiche wie ich. Can this be Also normal darf man nicht reinspringen. Der erste Sprung geht immer, danach gibt's Ärger. Das sind die zwei Leistungsträger unseres neuen Teams.